Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bludge Inc. Ach, was gibt's groß zu sagen? Letztes Mal hat mich der Nanovirus ja furchtbar aufgeregt, weil die Insel mit persönlicher weißer Wahl wieder nicht mitspielen wollte. Gott, der Vergleich war jetzt nicht schlecht. Das hätte ja fast von, naja, wem anders auf YouTube sein können, der eigentlich für schlechte Witze zuständig ist in dieser Let's Player-Gemeinde, aber ist jetzt noch nicht so wichtig. Nein, wir versuchen wir es nochmal mit dem Nanovirus. Wieder alles raus, außer dem Metabolic Hijack auf normal und natürlich wieder ein Novovirus. Und ich habe mir sagen lassen, ein bisschen informiert und immer dumm, ich sollte doch in Saudi-Arabien starten. Warum auch immer. Und deswegen tun wir das jetzt auch. Fangen wir mal da an. Ich habe auch beschlossen, ich mache das Ganze wegen anders. Ich konzentriere mich übertragungswegtechnisch für Luft und Wasser. Und nur bei Bedarf konzentrieren wir uns dann auf Insekten, Vögel, Ratten, irgendwie sowas. Natürlich fängt Island mit einem Heilmittel an. Mein geliebtes Island. Da. Die zwei. Ich hasse sie so sehr. Naja. Egal. Ist ja auch nicht so wichtig. So, haben wir schon mal genug Punkte. Dann konzentrieren wir uns gleich mal auf den und den. Was brauchen wir hier? Wie viel will er? 9 Punkte, ja, okay, die kriegen wir hier. Ja, okay, 9. So habe ich mir das gedacht. Wir können Übertragung übers Wasser erhöhen. Eigentlich müsste die Spiegel verkehrt anfangen, weil Saudi-Arabien ist ja ein relativ trockenes Land, da wäre vielleicht die Übertragung über Luft besser. Laut Beschreibung funktioniert die Übertragung über Luft in trockenen Ländern besser. Über Wasser natürlich logischerweise weniger, weil es ja ein trockenes Land ist. Aber ist jetzt nicht so dramatisch. Die Luft machen wir dann als nächstes gleich. So, Luft. Gott, 50% schon wieder da komplett, das geht jetzt ab. So, gleich einmal hier rückwärts schmeißen. Passt. Geht jetzt doch mal bloß weiter, das ist auch schon wieder so langsam irgendwie. Aber wenigstens haben wir einen Schwung haben wir schon mal infiziert, das ist schon mal gut. Oh, springt nach Ägypten. Sehr gut. Bin ich dabei. Haben wir den Sudan auch mal erwischt? Haben wir den Sudan auch erwischt? Nein, den Mittleren Osten und Saudi-Arabien bloß. Und wieso sagt er jetzt, dass hier unten Angola. Ach, weil da die Flutwelle war, deswegen waren ein paar Tote. Ah, deswegen gilt es als infiziert. Das hat mich jetzt dann doch kurz ein bisschen irritiert. Das hat mich kurz irritiert. Ah. Der Barbarian Cook lädt mich ein. Allerdings jetzt gerade schlecht. Wann anders? Momentan ist gerade ungünstig, dass ich mit ihm Global Offensive spiele, aber vielleicht später. Sehen wir dann. Na komm, Bert rot. Bert schneller rot. Oh! Und ein schönes Flugzeug Richtung Kanada. Das ist auch gut. Das haut jetzt mal ein paar Länder hoch. Das finde ich schon mal super. Und London. London ist immer gut. Madagaskar ist auch hervorragend. Bloß da oben die zwei wieder nicht. Kaum verschreiben wir es. Zack, schon ist in Island selbst da. Sehen wie das Festival der Liebe. Naja.
Polizisten dürfen wir lassen. Naja, zumindest Startland ist schon mal komplett rot. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt müssen bloß die restlichen Länder auch probieren. Was ist hier China? 7 Infizierte in China. Was sind denn 7 Menschen in China, bitte? In Island sind 7 Menschen viel, aber in China... Und als nächstes konzentrieren wir uns dann nochmal auf die Medikamentenresistenz. Wenn wir die haben, dürfen wir da nochmal was Richtung nach hinten schmeißen. So, wenn ich das anschaue, die steigen schon wieder viel zu schnell. 71%. Juhu, und schon sind wir auf der internationalen Beobachtungsliste. Ganz toll. Resistenz. Wie viel brauchen wir da dann? 14 Punkte. Okay, für die ab. Sobald wir 14 haben, dürfen wir uns auf das wieder konzentrieren. Jawohl, Indien ist auch wieder fast voll und China fängt an mit Forschungsreisen. Schön. Und schließt die Flughäfen. Ah, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind die Kranken schon da, gell? Blöd. Jawohl. Und wieder nach hinten damit. Für die nächsten 17 gibt es wieder das hier. Oder, ja, ich glaube, ich habe doch die Übertragungsrate hoch. Was brauchen wir hier? 20, ja gut. 37 Punkte für beides, was ich haben will. Sagen wir lieber 40, weil die Punkte steigen ja. Gut. Einmal hier. Und... einmal hier. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nur dieses Schiffchen, wo es da gerade hingeführt wird, hätte rot sein sollen. Da wäre ich mich zufriedener gewesen. Ich habe mir auch überlegt, ich habe letztes Mal erklärt, es gibt diese Fähigkeit dieser extrem hohen Infektionsrate. Ich habe jetzt mir beschlossen, es ist wahrscheinlich vernünftiger, wenn ich mit der warte, relativ zum Schluss, wenn hier nicht mehr viel Luft ist und bloß noch ein bisschen was abgeht von den... Verzeihung. Von den Gesunden, dass wir die Infektion auf 100% hochschieben, dass das vielleicht sinnvoller wäre, als jetzt beispielsweise jetzt nur, um hier möglichst schnell eine hohe Infektionszahl zu kriegen. Das kommt von alleine. Im Normalfall kommt es von alleine. Angola ist auch schon komplett. Ah, die Schlaflosigkeit. Angola ist auch ein Knackpunkt. Ich weiß nicht warum, aber das wehrt sich auch immer wieder ein bisschen. Aber diesmal ist Angola voll. Das ist gut. Das ist mir Peru, glaube ich. Steigt auch langsam an. Passt. 9 Infizierte. Okay, dann machen wir noch was auf die Kälteresistenz. Ah, das war ja das letzte Land. Ich wollte gerade nachschauen, wie viele Länder noch fehlen, aber haben wir eh alles. 1 Milliarde Menschen sind noch gesund, aber ich glaube, die kriegen wir auch noch. Marokko? Ach, Marokko. Wehrt sich paradoxerweise auch immer ein bisschen, habe ich schon festgestellt. Ich kann zwar nicht sagen, was in Marokko so besonders ist, aber ein wenig wehrt es sich.
Ja, Russland ist auch schon sehr rot, das finde ich auch gut. Finde ich super. 5%. Ja, komm. Das sind die hier oben. Ihr blöden Penner. Werdet verdammt nochmal krank. 123. 12. Jetzt ohne Scheiß. Was soll denn das? Okay. Beraten über Vögel einmal. Abszesse dürfen auch bleiben. Bewegt sich jetzt da mal langsam was. 20. Geht ja überhaupt nichts vorwärts. 25. Hallo. Was soll denn das? Weil das ist so Flughafen und alles ist noch offen. Der Anime darf auch bleiben. Und da infiziert sich niemand. Ratten, Vögel, alles überträgt und nichts geht weiter. Die Walking Dead Symptom-Kombo auch schön. Verlangsamt auch die Heilung. Mann. Ah. Ah, das ist, hebt die Tödlichkeit über, das will ich aber auch nicht. Von jedem tierischen mal eins haben jetzt, vielleicht bringt das was. Ich verstehe es nicht. Ich kann es absolut nicht verstehen, warum das da nichts passiert. Okay, jetzt ist genau das mutiert, was ich eigentlich nicht wollte, aber... Ah. So, dann erhöhen wir jetzt die Infektion. Vielleicht reißt es raus. Und es passiert überhaupt nichts. Es passiert absolut gar nichts. Was ist denn los? Ich will an 23. Bei den Symptomen. Das können wir ihm wieder wegnehmen. Kann mir bitte irgendwer erklären, warum das da hier oben keine verdammte Infektion aufwärts geht? Sonst sind es mehr Tote wie die Pest. Ein Toter hier, gar keine Toten da und 34 Infizierten. Das ist doch lächerlich. Ganz im Ernst, Jungs, das ist doch lächerlich. Kann doch nicht angehen. Es passiert echt nichts. Toll. Und das Heilmittel ist komplett. Zack, ja. Und jetzt mehr als die spanische Grippe. Toll. Sagen wir mal. Rein aus Interesse. Juhu. Und schon ist es vorbei. Und schon steigt die Infektion wieder. Das war das, was ich meine. Ja, jetzt ist dieser... Spectre finished und zack, wir sind wieder bei 100%. Die Fähigkeit ist eigentlich total sinnlos. Ich weiß auch, warum das ich noch nie benutzt habe. Das darf doch nicht wahr sein. Wir waren... ohne Schmarrn. Jetzt... Nein. Dum, 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 1550, bap, das war's. Oh! Ey, das ist doch witzlos. Jetzt ganz im Ernst, was ist denn da gerade passiert? Ist
Es hat doch so gut funktioniert. Wieso werden die Idioten da oben nicht krank? Ich hasse es. Grönland und Island, ihr beiden Kackländer. Wir sollten echt, vielleicht überlege ich mal, ob ich nächstes Mal nicht vielleicht direkt sogar in einem dieser Länder anfange. Wenn es gar nicht mehr anders hilft, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, ich habe es noch nie auf normal geschafft. Dann muss ich es halt auf ganz billig ausprobieren. Vielleicht wird es dann. Naja, damit das erste Mal in diesem Let's Play, dass ich zweimal hintereinander bei der gleichen Krankheit versagt habe. Oh, okay. Nein, ich schaff das. Wir bekommen das hin. Ich zeig's euch und dann packen wir uns noch die Biowaffen und warten darauf, dass dieses letzte Krankheitssystem, also diese letzte, der Nano-Novo-Virus oder was es ist, da freigeschaltet wird und dann hoffentlich wird das Ganze besser. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ich könnte immer noch kotzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Egal. Ich bedanke mich. Bis dann und ciao.